Mal, das ist das neue Huhn und die brütet leider. Die hat die Eier zusammengescharrt, da sind zwei Eier drunter. Und jetzt hat sie sich da drauf gesetzt, ne? Ja. Mal gucken, was da so wird. Ich gehe jetzt rein und lasse die Hunde raus. Haben wir gerade noch darüber gesprochen, dass sie keine Eier legen und die neue Henne hat zwei große braune Eier da hingelegt. Habe ich eben gesehen, als sie da mal rein und raus ging. Und dann hat sie sich wieder raufgelegt und dann ist sie da reingegangen wieder, nachdem sie rausgekommen ist und gegessen hat und hat die Eier zusammengescharrt und sich draufgesetzt. Ja. Kätzchen hat auch Hunger. Das ist die Katze mit den roten Augen. Mit dem roten, mit dem braunen, nicht mehr braun, mit den Dingsaugen. Blauen Augen. Poncho liegt mit dem Popo auf dem Stein. Süß. Gut, haben wir mal eine Tüte. Und dann werde ich das einsammeln. Ja, und dann vielleicht noch mal ein bisschen putzen überall. Mal gucken. Ich den Müll mal mit rein hier. Das ist übrigens das Buch von Schwelertöchterchen. Das hatte sie ja erzählt, dass sie ein Buch liest von Colleen Hoover. Das war das Buch. Ich habe mal das Cover mir durchgelesen, aber das interessiert mich gar nicht. Das ist Liebesgeschichte, mag ich nicht. Deswegen nichts für mich. Jetzt mache ich einmal die Kacke ein und lasse die Hunde wieder raus. Ich würde eigentlich gerne auch hinten in dem Garten einmal wässern, aber ich muss den Schlauch hochziehen. Ich habe gar keine Lust und auch keine Kraft mehr. Das Futter da noch, hat sie jetzt nicht zu Ende gefressen, als ich da rausgekommen bin, die Katze. Boah, ist bestimmt aber auch satt. Ich habe Kopfschmerzen leider, aber es geht. Alhamdulillah, ist nicht so schlimm. So im vorderen Bereich. Hier keine Kacke heute. Doch. Da. Müll.
Ui. Da war Katze im Müll. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Hallo? Ich habe dir doch eben Futter gegeben. Bist immer noch nicht satt? Hm? Da war sie jetzt im Müll drin. Hm? Du? Ja, geh mal wieder rein. Das scheint ja was ganz Leckeres zu sein für dich. Ist da was ganz Leckeres drin? Hm? Ja. Geh mal gucken. Alles klar. Ist ja gut. Geh ja wieder weg. Ich wollte doch nur mal gucken, was du da so Leckeres isst. Zeig ich mal. Wassermelone. Aber die sieht nicht mehr gut aus, Schatzi. Musst du die essen? Die ist doch eher... Ess die mal nicht. Wieder rein. Vielleicht könnt ihr sehen, was sie da isst. Ich sehe ja nichts. Ich gehe doch schon weg. Bin doch weg. Eindeutig ein Männchen. Eindeutig. Ich dachte mal, das sei ein Weibchen, so vom Verhalten her. Wo ist jetzt hin? Wartet, bis ich weg bin, hä? Ja. Dann nicht. Dann esse ich das eben nicht. Die anderen Katzen sind alle irgendwie weg. Alles tot. Und ruhig. Kein Mensch auf der Straße. Katzen auch alle weg. Wir hatten ja so eine kleine in der letzten Zeit hier, aber die ist auch weg. Da geben die Leute immer Wasser. Traue ich mich immer nicht so lang wegen den Schlangen, aber ich würde mal gucken gehen. Überall haben die Wasserdinger hingestellt, die Menschen für die Katzen. Noch gleich aus. Hier haben sie nichts verändert. Naja, Katze ist bestimmt wieder im Müll.
Ja, ich gehe da nicht hin, alles gut. Ja, die Henne vom Hahn ist weg. Die sitzt auf ihren Eiern. Oh, toll. Ja, mal gucken, vielleicht kommen da ja mal Küken raus. Die weiß ja bestimmt, wie es geht. Ne, ist die nicht das? Ne, ist der Hahn. Ne, ist sie auch raus. Guck, oh mein Gott, es gibt jetzt nichts zu essen. Ihr habt doch schon gekriegt. Du warst eben auf deinen Eiern. Jetzt kräht sie da. Da hat sie noch eins gelegt. Gut, machen wir hier mal wieder zu. Genau. Ihr habt gehabt, ne? Ja. Mal die Hunde rauslassen. Ja. Tupfen mich mal wieder rein. Das geht ja auch gleich wieder in den Beißvorgang. Neues Colonia gekauft gestern, weil unser war schon wieder fast alle an allen Zapfstellen. Ich habe nur einen geholt, konnte ich ja nicht tragen. Ach so, hier muss ich mal eben abschließen. Jetzt gehen die ja rein. Gott, die sind schon richtig laut heute Morgen. Seit heute Morgen, die sind unnormal laut. Weiß ja nicht warum. Richtig laut sind die. So. Gleich mal gucken. Schimpft. Das stört dich gar nicht, ne? Ne, das ist gar nicht der Hahn. Hier, das ist das neue Hühnchen, was das schimpft. Die schimpft schon den ganzen Morgen, keine Ahnung. Weiß ja nicht warum. Jo, Bunchuk, hallo. Hallo. Na ja, wie habt ihr geschlafen oder wie war die Nacht? Hm? Ja, hallo, du auch. Jo. Wie hat euch das Futter geschmeckt? Habt ihr das aufgegessen? Hm? Ich mal gucken, wie ihr das Futter gegessen habt. Ja. Nur was wartet ihr? Hä? Hä? Auf was wartet ihr denn? Hä?
besteigen. Na, schafft das? Nee, will sie nicht. Aber das sieht schon richtig profimäßig aus, ne? Das sieht schon richtig profimäßig aus jetzt. Na, Bonchuk. Muss immer schön wegbeißen. Das Ding ist ja, die beißen zwar am Anfang immer weg, aber irgendwann auch nicht mehr, ne? Irgendwann lassen sie dann doch mal ran. Ja. Nochmal versuchen. Nee.